Ja, genau. Und es gibt, ich habe von IFTTT, die freundlichen Freunde mit lustigen Workflows, haben ja ein IFTTT, also If This Then That, es wartet auf einen Event und dann macht es irgendwas damit. Und das ist nett, aber sie haben jetzt drei Apps in den Store reingekippt, die heißen nämlich Du, mach mal, ne? Und zwar für Notizen, für Fotos und für Knöpfe. Und das ist also so eine App, die so als One-Trick-Pony irgendwie eine Sache schnell macht. Und es ist nicht nur eine Sache pro App, sondern drei Sachen kannst du reinfüttern. Also drei Mini-Workflows, die etwas mit einem Foto, mit einem Text oder mit einem Knopf machen. Und der Knopf kann sowas sein wie, mach mal warm mit deiner Nestheizung. Oder mach mal kalt mit deiner Nestheizung. Der Text kann sowas sein wie, mach mal eine Notiz oder mach mir einen Kalendereintrag oder twitter mir mal was. Und das Foto kann halt sein, schick mir das zu Facebook, zu Dropbox oder zu Dingsbums. Und da gibt es halt eine Auswahl von x fertigen Workflows, die du dort haben kannst. Und das ist so ein bisschen, geht das in die Richtung, was ich vorher gesagt habe, mit du kannst eigentlich nicht schnell und bequem zu WordPress posten, weil es ist nicht vorgesehen, die WordPress-App macht es nicht für dich. Und viele andere Sachen haben auch nicht den einfachen Workflow. Meine Heizung hat nicht den einfachen Workflow für mach mal das Büro warm, sondern das ist halt App aufmachen, Büro suchen, Büro plus 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 plus, bis es warm ist. Ja. Und dann wieder App schließen nach 10 Sekunden, damit du sicher bist, dass der Befehl auch rausgegangen ist. Und jetzt ist diese Heizung von mir da nicht unterstützt, ne? Das könnte natürlich noch kommen irgendwie. Aber es ist zumindest ein Ansatz, noch speziellere Apps zu bauen, die noch speziellere, kleinere Anwendungsfälle haben, die sich auch auf einer Uhr gut machen würden. Ne? Also auf der Uhr so eine App für, frag mal die Kollegen, ob sie Kaffee wollen oder so, wäre ja eine Idee. Ja, definitiv. Also ich finde es ein bisschen spannend, weil If This Then That scheinbar so ein bisschen sein ganzes Branding gerade umbaut. Die haben die App, ihre iPhone-App oder ihre mobile App ja jetzt auch einfach in If umbenannt. Die heißt, also da ist dieses IFTTT ist halt raus, was ein super schwieriges Konzept für den Normal-User ist. Und ich glaube, diesen Ansatz, den sie da fahren mit diesen spezialisierten Apps, die dann Workflows ausführen oder triggern, ist, glaube ich, ein Konzept, das für den Normalanwender möglicherweise einfacher zu verstehen ist, einfacher zu benutzen ist. Und das können halt jetzt sozusagen, ich habe noch nicht genau reingeschaut, wie du so ein Du-Aktion aus, kannst du die irgendwie selber skripten oder Habe ich weiß, auch noch nicht habe ich noch gesehen. nicht geschaut, aber die sind jetzt von irgendwem da reingestellt und vielleicht kannst du da auch selber was machen, dass du eben sagen kannst, ich möchte jetzt für meine Heizung den Du-Button irgendwie skripten und der muss halt mit dieser API sprechen und der kann dann die Temperatur festsetzen auf so und so. Und jetzt geht's halt für die großen Nest und Slack und Twitter und Facebook und sowas. Und Instagram und sowas. Aber da könnte man natürlich auch alles, was irgendwie im Web eine API hat, dranhängen, Ja. wenn man lustig ist. Und es ist jetzt sicher nicht fertig und der Weisheit letzter Schluss, aber es ist interessant, finde ich. Auch gerade, wenn du sagst, du hast eine Uhr, wo du nur einen Knopf drücken Genau. kannst und dann ist Schluss. Ja, also das glaube ich, macht die Sache dann tatsächlich spannend, weil da würde ich jetzt auch was erwarten in diese Richtung. Und ja, sehen wir wahrscheinlich bald. Ja, und Alex, für dich, ne, die haben hier so eine Philips Hue Ja. Integration. Kannst du Ja. direkt Griechenland machen, ohne mit Siri sprechen zu müssen? Okay, aber das Ziel wäre ja, das über Siri zu machen. Ja, vielleicht auch. Ja.